Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Johannes Vogel, ich bin hier der Generaldirektor und das ist der beste Job der Welt. Wir haben einen sehr interessanten Vortrag hier heute Abend in unserer Reihe Wissenschaft im Dinosauriersaal, welche wir zusammen mit der Humboldt-Universität machen. Das ist unsere Alma Mater sozusagen. Wir sind 199 Jahre Teil dieser Organisation gewesen und sind jetzt seit 2009 unabhängig als das Leibniz-Institut für Biodiversitäts- und Evolutionsforschung. Und genau darüber wird unser Gast heute Abend reden, über Biodiversitäts- und Evolutionsforschung, weil er nämlich einer der Besten ist, der in Deutschland zu diesem Thema arbeitet. Und vielleicht können Sie sogar schon raten, worum es hier gehen wird. Miguel hat eine sehr distinguierte Karriere mit Auslandsaufenthalten hinter sich und arbeitet jetzt seit vielen Jahren in Braunschweig. Seit 11 Jahren steht hier. Und er ist einer der produktivsten Biologen auf unserem Feld. Ich habe das heute noch mal nachgeguckt. Er ist jetzt bei 338 Publikationen. Und ich glaube nicht, dass er schon 50 ist. Das ist also wirklich eine ganz hervorragende Leistung. Aber was ihn ganz besonders auszeichnet, ist, dass er ein richtiger Vollblutbiologe ist. Das heißt, er steht eben halt nicht nur im Labor und beaufsichtigt seine Doktoranden oder Studenten, die Pipette zu schwimmen, sondern er geht auch richtig ins Feld, wird dabei sehr dreckig und hat jede Menge Spaß, sich die Tiere anzugucken, lebendig oder tot. Jeweils erzählen die andere Geschichten, das kann er alles. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Abend. Da Sie alle Interesse am Haus haben, möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, dass wir auch diesen Herbst wieder ein sehr, sehr gutes und buntes Programm haben. Wir sind jetzt ein bisschen überlaufen, weil wir ein paar interessante Ausstellungsstücke dazu bekommen haben. Eine super Kometenausstellung, einen T-Rex. Leiden hat heute einen bekommen. Das heißt, es gibt jetzt zwei in Europa, werden immer mehr. Wann die anfangen zu brüten, wissen wir noch nicht, aber wir wollen uns auch drum kümmern. Kommen Sie also öfters mal vorbei. Wir freuen uns darauf. Und jetzt übergebe ich an den tollen Hauptredner des Abends, Miguel. Vielen Dank für die freundliche Einleitung, für die Einladung allgemein. Ein paar Sätze vorab. Ich bin ein ziemlicher Schnellredner und habe gehört, dass das hier in dem Saal manchmal zu Problemen führt. Also wenn Sie mir nicht mehr folgen können, dann gucken Sie so ein bisschen ratlos in den vorderen Reihen, dann merke ich das und versuche etwas weniger schnell zu sprechen. Und allgemein hoffe ich einfach mal, dass ich auch den Nerv dieser Veranstaltung damit getroffen habe, dass ich mit meinem Vortrag sehr viele schöne, bunte Fotos von dieser einzigartigen Tierwelt aus Madagaskar zeige, gelegentlich sie dann aber auch mal mit relativ komplizierten Grafiken quälen werde, um dann auch die wissenschaftlichen Ergebnisse vorzustellen, die wir in den letzten Jahren so zusammengetragen haben. Ich werde meinen Vortrag in drei verschiedene Kapitel unterteilen. Ich werde einmal diese einzigartige Tierwelt Madagaskars anhand einiger Beispiele vorstellen. Hauptsächlich oder eigentlich fast ausschließlich beschäftigen wir uns in meiner Arbeitsgruppe mit Wirbeltieren, hauptsächlich mit Fröschen dann auch nochmal. Und da werde ich Ihnen einiges an Beispielen nennen und Ihnen auch zeigen, wie das denn zu dieser Besiedlung dieser großen Insel Madagaskars gekommen ist. Dann werde ich ein paar Einblicke geben, wie wir vorgehen, um diese enorme Artenvielfalt der Insel zu beschreiben und zum Schluss dann etwas darüber vortragen, wie wir versuchen zu ergründen, wie es denn zu dieser großen Vielfalt gekommen ist, also welche evolutionsbiologischen Mechanismen da im Spiel sind. Zunächst ein paar allgemeine Dinge auch nochmal über Madagaskar. Die meisten von Ihnen können Madagaskar sicherlich geografisch einsortieren. Hier unten eine große Insel, östlich von Afrika gelegen, ungefähr auf der Höhe von Mosambik. Insgesamt ist Madagaskar geografisch recht einfach strukturiert. Wir haben hier ein zentrales Gebirgsband, was sich von Norden bis in den Süden zieht. Und es ist nun so, dass von Osten
Passatwinde ankommen, feuchte Winde, Winde, die Feuchtigkeit mit sich bringen, die regnen hier an der Ostküste ab, so dass wir hier entlang der Ostküste so ein Regenwaldband haben und im Westen eher trockene Habitate finden. Und hier so ein paar Eindrücke, also das ist eben der klassische Regenwald, wie wir ihn an der Ostküste finden würden. Wenn wir höher in die Berge hineingehen, dann gibt es eben auch solchen Montan-Nebelwald. Und noch weiter oben sind wir dann auch tatsächlich oberhalb der Baumgrenze, wo dann auch natürlich ganz spezielle Tiere und Pflanzen leben. Und wenn wir in den trockensten Bereich Madagaskars uns bewegen, in den Südwesten, finden wir solche botanisch auch sehr, sehr spannende Trockenvegetation, so ein Dornenbuschland. Die Artenvielfalt, um die es ja heute gehen soll in Madagaskar, ist für jemanden, der sich mit Europa, sage ich mal, hauptsächlich beschäftigt, kaum wirklich zu erfassen. Also wenn man das anhand der Frösche, der Amphibien, Frösche sind die einzigen Amphibien, die dort leben, keine Salamander, keine Blindwühlen, wenn man es daran versucht festzumachen, dann ist es so, dass wir davon ausgehen im Moment, dass es 500 bis 600 Arten von Fröschen dort gibt. Alle davon sind endemisch, das heißt, sie kommen nirgendwo anders auf der Welt vor. Und bis zu 110 dieser Arten kommen in einem einzigen kleinen Gebiet vor, was beispielsweise ein Nationalpark an der Ostküste sein kann, in einem ziemlich kleinräumigen Gebiet. Wenn man das als Vergleich sieht, in ganz Deutschland sind wir, glaube ich, irgendwo bei 25 Amphibienarten. Und hier finden wir in einem kleinen Gebiet mehr als das Vierfache davon. Und das ganz besonders Spannende, und da möchte ich dann gleich mit meinen Beispielen auch ansetzen, ist, dass diese Artenvielfalt nicht nur viele Arten beinhaltet, die einzigartig auf Madagaskar sind, sondern dass es ganze Gruppen sind, ganze einzigartige Kladen oder monophyletische Gruppen, Radiationen, also Gruppen von Tieren, die auf einen einzigen Vorfahren zurückgehen, der es irgendwann einmal nach Madagaskar geschafft hat und sich dort evolutiv aufgefächert hat in diese vielen unterschiedlichen Arten. Entsprechend ist Madagaskar natürlich auch hervorgehoben worden in vielen Publikationen als ein sogenannter Hotspot für den Schutz der Artenvielfalt. Das liegt daran, dass dort die Wälder, die Regenwälder, aber auch die Trockenwälder unter sehr starkem Druck stehen. Eine sehr große Abholzungsrate, eine sehr hohe Abholzungsrate leider weiterhin zu verzeichnen ist und es daher natürlich auch wichtig ist, also für alle diese Dinge, die ich Ihnen heute vortrage, alle diese Untersuchungen haben ganz oft auch einen direkten naturschutzrelevanten Aspekt, weil eben diese Arteninventare, die wir durchführen, auch in die Naturschutzplanungen, in die Ausweisung neuer Schutzgebiete mit eingehen. Hier sehen Sie das, es sind eben wirklich teilweise sehr tragische Bilder, wenn man einen Wald ein Jahr später wiederfindet, wo man noch ganz tolle Tiere beobachtet hat und denkt, da fahre ich jetzt nochmal hin und dann ist eben tatsächlich nichts mehr davon übrig, weil eben die Brandrodung schon so weit fortgeschritten ist. Nun ist es aber nicht so leicht, hier in irgendeiner Weise Schuldzuweisungen so neokolonialistischer Art zu betreiben, denn Madagaskar ist nun mal eines der wirklich der ärmsten Länder der Welt. Mittlerweile hier ist es, glaube ich, an der 9. Stelle der allerärmsten Länder in diesem Ranking. Mittlerweile ist es noch etwas weiter sozusagen in der Tragik weiter nach oben geschritten. Und zudem ist es auch so, dass auch noch der Trend der wirtschaftlichen Entwicklung in Madagaskar tatsächlich weiter nach unten zeigt, während in vielen Ländern Afrikas, zumindest wenn man das Bruttosozialprodukt nimmt, ein leichter Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, teilweise sogar ein sehr starker Aufwärtstrend, da geht es in Madagaskar doch immer weiter bergab und das hat auch damit zu tun, dass es regelmäßig solche politischen Unruhen gibt, nach denen dann wieder etwas Chaos herrscht und das, was man mühsam aufgebaut hat, an funktionierender Wirtschaft dann wieder zusammenbricht. Also ein sehr schwieriges Spannungsfeld, in dem man dann eben versucht, Forschung zu betreiben und diese in Naturschutzbemühungen zu übersetzen. Aber es soll ja jetzt hauptsächlich um die Tiere selbst gehen und dann gucken wir uns einfach mal ein paar dieser Vertreter der madagassischen Fauna an. Natürlich kennt jeder die Lemuren und die beinhalten eben natürlich hier den Kata, den kennt jeder, es gibt solche sehr putzig aussehenden Sifakas, Schifakas.
Aber es gibt eben dann auch nachtaktive, sehr, sehr kleine Tiere. Und das ist das, worauf ich hinweisen möchte. Alle diese Tiere sind Lemuren. Sie kommen nur auf Madagaskar vor. Die ganze Gruppe der Lemuren lebt nur auf Madagaskar. Und sie stammen alle von einem einzigen Vorfahren ab. Also diese enorme Vielfalt, die wir hier sehen, hat sich dort in dieser Insel evolutiv herausgebildet. Und dazu gehören dann auch solche abstrusen Formen. Auch dies hier ist ein Lemur, das Fingertier, und ist so hässlich, dass er schon wieder extrem putzig ist. Da wusste man wirklich auch lange, lange Jahre nicht wirklich, wo der hingehört, bis dann molekulargenetische Daten eindeutig gezeigt haben, dass es tatsächlich sich um einen Lemuren handelt. Aber unter den Säugetieren ist mein Favorit ist definitiv diese andere Gruppe hier, der Tenrex. Und hier sehen Sie jetzt keinen Tenrex, sondern einen meiner Mitarbeiter, David Vietes, der einen solchen Fangzaun im Regenwald gerade kontrolliert. Also wir haben so eine Plastikbarriere hier aufgebaut und alles, was über den Waldboden läuft, stößt gegen diese Barriere und fällt dann irgendwann in die Eimer, die wir eingegraben haben, alle 10 Meter. Und hier sehen Sie schon so ein kleines Tier, was in einem dieser Eimer sitzt. Und dabei handelt es sich um einen solchen sehr putzigen Streifentenrek. Der ist so lange sehr putzig, bis Sie den irgendwie mal längere Zeit in Ihrem Hotelzimmer haben, weil der stinkt nämlich ganz fürchterlich und dann will beim Abendessen niemand mehr was mit Ihnen zu tun haben. Aber das ist ein Tier, was natürlich ganz einzigartig aussieht. Das ist irgendwie, früher hätte man gesagt, das ist ein Insektenfresser, ja, da würde man ihn irgendwie hinstellen. Aber so richtig könnten wir den nicht mit den einheimischen Tieren, die wir so kennen, vergleichen. Aber dann finden wir in den Eimern manchmal auch so etwas. Ja? Und wenn Sie das hier finden würden, dann ist das doch natürlich ein Igel. Ja? Der hat die gleiche Größe, frisst das Gleiche, kugelt sich genauso ein. Das ganze Verhalten ist extrem ähnlich wie ein Igel. Aber es handelt sich eben hier auch um einen Tenrek. Und dieses Tier, wenn Sie es finden würden, würden Sie sagen, das ist eine Spitzmaus. Aber es ist eben ein Spitzmaus-Tenrek. Und dies ist eben das Spannende. Hier sehen Sie noch so ein paar mehr Spitzmaus-Tenreks, die teilweise wirklich genau aussehen wie und auch so leben und auch das gleiche fressen wie unsere einheimischen Spitzmäuse. Und es geht sogar so weit, dass wir Maulwurfs-Tenreks haben. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal etwas von einem Desman gehört hat. Das ist so ein aquatisches Säugetier, was in den Pyrenäen lebt. Und es gibt noch eine zweite Art im Kaukasus. Und hier haben wir eben auch so einen Tenrek, der die gleiche Nische besetzt, der also auch an Gebirgsbächen lebt und dort Jagd auf kleine Wassertiere macht. Und wenn wir uns jetzt angucken, wo denn diese verschiedenen Tiere in der Stammesgeschichte der Säugetiere hingehören, das ist vielleicht für diejenigen, die ganz hinten sitzen, jetzt etwas schwer zu erkennen, aber das ist eben ein Stammbaum und in diesem Ast hier, auf diesem Ast sitzt die Gruppe der Eulipotyphler, wo unsere Igel, wo unsere Maulwürfe, wo unsere Spitzmäuse hingehören. Und hier ganz unten sind die Afroteria, zu denen diese ganzen Tenreks gehören, die auf Madagaskar leben. Und wir können es ganz plakativ machen, die Tenreks sind näher mit Elefanten verwandt als mit unseren einheimischen Insektenfressern. Und das zeigt einfach mal einmal mehr, wie fantastisch die Evolution ähnliche ökologische Nischen dann auch beantwortet durch die Evolution, durch das Hervorbringen ganz ähnlicher morphologischer und ökologischer Anpassungen. Mir noch näher am Herzen liegen natürlich dann die Frösche. Das ist die Modellgruppe, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen. Und hier ist eine Gruppe zu nennen, die Manteliden. Und da werde ich Ihnen jetzt einfach nur, ohne allzu viel dazu zu sagen, ein Potpourri dieser verschiedenen Anpassungsformen zeigen, die eben auch alle wieder auf einen einzigen Vorfahren zurückgehen. Hier ein solcher Baumfrosch der Gattung Boophis. Ein weiterer, der war schon auf dem Titeldia zu sehen. Und eine ganze Vielzahl. Wir wissen bis heute nicht, wofür diese bunten Augenringe da sind. Wahrscheinlich irgendwie zur Kommunikation, dass die Tiere sich dadurch erkennen. Aber das ist ein ganz unbeackertes Feld. Wir haben solche von unten durchsichtigen Glasfrösche, ja, wo man die gesamten Organe und das schlagende Herz beobachten kann beim lebenden Tier. Wir haben aber dann auch ganz andere Gattungen in dieser Gruppe der Manteliden, wie diesen Baumfrosch auch, der mit diesen Zipfeln sich an die Baumrinde schmiegt und so auf die Weise nicht gesehen wird. Wir haben solche richtig großen Bachfrösche da in dieser Gruppe.
Und wir haben auch noch ganz spannend solche Giftfrösche, die genau wie die berühmten Pfeilgiftfrösche Südamerikas eben Alkaloide in ihrer Haut haben und dann so eine Warnfärbung evolviert haben, bei denen es auch Mimikry-Effekte gibt. Vielleicht sagt Ihnen das, also dass ein giftiges Tier in seinem Warnmuster ein anderes giftiges Tier nachmacht, weil auf die Weise dieses Warnsignal auf Beutegreifer effizienter wirkt. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer ist hier mit wem näher verwandt, würden Sie wahrscheinlich sagen, naja, die beiden rechts sind wahrscheinlich miteinander verwandt und die beiden links sind miteinander verwandt. Das stimmt aber nicht. Tatsächlich handelt es sich bei den beiden oben fast um die gleiche Art und bei den beiden unten ziemlich genau um die gleiche Art. Und das sind einfach nur Farbmuster, die Sie quasi konvergent gleichzeitig mit der jeweils anderen Art in bestimmten Gebieten evolviert haben, um somit ihre Feinde an ein gleichförmiges Warnmuster zu gewöhnen. Für die Froschenthusiasten unter Ihnen, mindestens einige sitzen hier, hier nochmal so ein Bild von einer Paarung eines Mantelliden. Bei denen gibt es nämlich nicht die typische Klammerung, die wir so kennen, sondern das Männchen sitzt oberhalb des Weibchens und das Sperma läuft jetzt quasi über den Rücken des Weibchens hin zu den Eiern, die Sie hier unten so grün sehen. Und von den Eiern dann zu den Kaulquappen, über die ich auch den ganzen Abend eigentlich reden könnte. Auch die Kaulquappenvielfalt dieser Tiere ist absolut faszinierend. Wir haben alles von fleischfressenden Kaulquappen bis zu sandfressenden Kaulquappen bis hin zu nicht fressenden Kaulquappen. Also auch hier eine ganz große Vielfalt der Anpassungsformen. Und diese fürchterliche, komplizierte Grafik erspare ich Ihnen jetzt einfach mal. Da sehe ich schon, dass ich dann zu sehr ins Schwärmen komme. Aber hier haben wir verglichen die Evolutionsraten bei den Kaulquappen und den Fröschen jeweils der gleichen Art und haben gefunden, dass es wirklich die Kaulquappen-Evolution wahrscheinlich ist, die hauptsächlich hinter der Diversifizierung dieser Frösche steckt, aber versuchen Sie jetzt nicht, diese Grafik zu verstehen, dafür reicht auch die Zeit nicht. Und es gibt natürlich noch viele mehr, die ich jetzt einfach nur mal so kurz zeigen werde, andere Frösche der Familie Microhylidae, dann solche Grabfrösche. Ja, ich sage immer, wenn es so etwas gibt, wie kann man noch irgendetwas anderes erforschen wollen als diese verrückten Tiere. Wir haben auch Winzlinge. Ja, das hier ist ein adultes Männchen einer neuen Art, die wir schon vor 25 Jahren entdecken konnten. Und tatsächlich ist es so, dass die Jungtiere dieses Zwergfrosches immer noch die kleinsten Tetrapoden, die kleinsten Landwirbeltiere sind, die bislang bekannt wurden. Chamäleons, über die Hälfte der weltweiten Chamäleonarten leben dort, unter anderem dann auch solche Bodenchamäleons, Taggeckos der Gattung Felsuma, sehr, sehr prominent auf Madagaskar vertreten, Plattschwanzgeckos, Schlangen. Wenn Sie sich fragen, was das ist, das sind oben ein Männchen, unten ein Weibchen der gleichen Schlangenart. Das Männchen oben guckt nach links, hier ist das Auge, das Weibchen guckt nach rechts. Wozu fragen Sie mich noch, wozu sind diese Anhänge gut, die Sie da offenbar an der Nase vorne haben? Keine Ahnung, niemand weiß das. Von keinem dieser Tiere ist auch nur irgendwas über das Verhalten oder der Ökologie bekannt. Vielleicht von ganz wenigen Ausnahmen, jedenfalls nicht von dieser Schlange. Und diese hier zum Beispiel wäre auch eine Schlange, eine Blindschlange, es ist eine eigenständige Familie mit nur einer einzigen Gattung, mit nur einer einzigen Art, die letztendlich in einer kleinen Dünenlandschaft von vielleicht 50 oder 100 Quadratkilometern in Madagaskar lebt und nirgendwo dort auf der Welt, dort offensichtlich schon seit 30, 40 Millionen Jahren immer in dieser gleichen Düne gesessen hat und niemals darüber hinausgekommen ist. Aber wo kamen die dann ursprünglich her? Dafür müssen wir ein ganz kleines bisschen zurückgehen in der Zeit. Hier sind wir in der Jurazeit, Zeit der Dinosaurier, passt hier gerade zum Dinosauriersaal. Und zu dieser Zeit war Madagaskar Teil des südlichen Superkontinents mit dem Namen Gondwana, hier unten. Und dort sehen Sie Madagaskar, was damals noch ganz eng mit Indien zusammenhing, aber auch hier noch Landbrücken zu Afrika hatte. Relativ bald aber schon kam es zu einer absoluten strikten Trennung von Afrika durch ein ganz, ganz tiefes Meer, eine Meerpassage. Also da hat es auch wohl tatsächlich keine Landbrücken mehr seitdem gegeben. Und wir sind bei 100 Millionen Jahren hier, also wirklich sehr tief noch in der Vergangenheit. Sie sehen, Madagaskar hing hier mit Indien noch zusammen. Indien
brach dann irgendwann auch los, driftete weiter nördlich und bei dem Aufeinandertreffen mit der asiatischen Platte wurde dann der Himalaya hochgeschoben. Also der Himalaya ist letztlich ein Teil von Indien, der sich da bei dieser Kollision langsam natürlich in vielen Millionen Jahren nach oben geschoben hat. Und hier haben wir die heutige Situation. Nun wollen wir wissen, wo kommt diese einzigartige Fauna und natürlich auch Flora Madagaskars her? Und wenn wir uns diese geologischen, paläontologischen Situationen anschauen, paläogeografischen Situationen, dann können wir im Grunde zwei alternative Szenarien definieren. Entweder diese Tiere sind uralt. Dann waren sie schon zu der Zeit dieses Kontinents Gondwana, als das alles noch unten zusammenhing, die ganzen Kontinente. Dann waren sie zu der Zeit schon auf Madagaskar. Und dann wäre natürlich eine klare Vorhersage, dass wir, wenn wir entsprechende Methoden anwenden, sehr, sehr alte Trennungen zwischen den madagassischen und den nicht-madagassischen Verwandten finden. Und wir würden erwarten, dass die Schwestergruppen der Madagaskar, also die nächsten Verwandten der Madagaskar-endemischen Tiere, in Indien zu finden sind, in Südasien. Denn Indien, erinnern Sie sich, hing noch als letztes mit Madagaskar zusammen. Alternativ können wir davon ausgehen, dass es vielleicht eine jüngere Ausbreitung gegeben hat. Die muss dann aber übers Meer erfolgt sein, weil Madagaskar dann später keine Landverbindung mehr hatte. Und dann würden wir voraussagen, dass die nächsten Verwandten in Afrika sitzen, denn Afrika ist einfach geografisch näher dran heutzutage. Und wenn wir so etwas beantworten wollen, dann müssen wir gucken, welche Methoden stehen uns zur Verfügung. Paläontologie wäre natürlich schön, hier im Dinosauriersaal jetzt zu sagen, wir kommen super toll mit den Fossilien voran, aber leider gibt es quasi aus Madagaskar keine terrestrischen Fossilien aus der interessanten Zeit. Wir haben fantastische Fossilien aus der letzten Kreidezeit, also aus der obersten Kreidezeit, hier beispielsweise ein Riesenfrosch mit dem Namen Beelzebufo. Das passt ganz gut, Sie sehen, der frisst hier gerade oder guckt, lauert so einem kleinen Dinosaurier auf und so groß war der auch. Also das hier ist ein Ceratophrys, ein Schmuckhornfrosch, einer der größten, fettesten Frösche Südamerikas heutzutage und dieses Tier hier war also wirklich, dieses fossile Tier, enorm riesig, aber hat verwandtschaftlich nichts mit den heute dort lebenden Fröschen zu tun. Das war alles in der Kreidezeit. Diese und viele andere Tierarten aus der Zeit sind ausgestorben und da gibt es wohl auch keine Nachfahren. Das heißt, wir müssen indirekt vorgehen und wir können uns behelfen mit Stammbäumen. Wir können Stammbäume mit Hilfe von DNA-Sequenzen, Gensequenzen rekonstruieren. Und das haben wir hier gemacht. Sie brauchen das nicht versuchen, irgendwie hier zu lesen. Was Sie hier rechts sehen, ist einfach so ein Stammbaum. Da sind alle madagassischen Wirbeltiergruppen vertreten und auch deren jeweils nächste Verwandte, die eben anderswo leben. Und jetzt kommt eine der schlimmen Grafiken, die ich Ihnen tatsächlich erläutern muss, weil wir hier jetzt nämlich auf der Basis dieses Stammbaums, der zeitkalibriert ist, wir haben also fossile Kalibrierungen in diesen Baum eingebracht, um auf die Weise die Aufspaltungsereignisse im Baum datieren zu können. Und wenn wir das tun, können wir jetzt auftragen, hier auf diese große Grafik auf der rechten Seite, wann denn diese Aufspaltungen stattgefunden haben. Und hier sehen wir die Anzahl, diese Balken zeigen eben, wie viele dieser Aufspaltungsereignisse zu einer bestimmten Zeit, 10 Millionen Jahre, 20 Millionen Jahre, 30 Millionen Jahre und so weiter stattgefunden haben. Wir sehen eine Häufung hier bei 70 bis 80 Millionen Jahren. Und jetzt müssen wir noch die Farben mit hinzunehmen. Grün bedeutet, die Verwandtschaftsgruppe lebt in Indien oder Asien. Blau bedeutet, die Verwandtschaftsgruppe lebt in Afrika. Und orange sind Verwandtschaftsgruppen in Südamerika. Und wir sehen hier zwei Gruppen, das sind die Leguane und es ist eine Gruppe von Schildkröten, die tatsächlich uralt sind. Die stammen noch aus der Zeit des Superkontinents Gondwana. Dann haben wir hier eine Gruppe mit sehr viel Grün. Das passt ganz gut eigentlich mit diesen 60, 70 Millionen Jahren, wo Madagaskar noch mit Indien zusammenhing. Aber auch zu der Zeit kamen offensichtlich hier in Blau dargestellt ein ganzer Haufen von Tiergruppen aus Afrika übers Meer herüber gedriftet. Und dann gibt es eine ganze Reihe zusätzlicher Gruppen aus Afrika, die alle in sehr jungen Perioden noch dazugestoßen sind. Und das kann man dann im Grunde in einem
Bild zusammenfassen. Viele, oder ich denke, auf jeden Fall können wir heute sagen, die Mehrzahl der madagassischen Wirbeltiergruppen sind über das Meer auf schwimmenden Inseln während großer Zyklonereignisse, während der es auch ständig regnet, sich die Flüsse herunter große schwimmende Inseln quasi auf den Weg machen. Bei solchen Ereignissen sind diese Tiere, die Vorfahren der heute in Madagaskar lebenden Tiere, dort über das Meer herübergedriftet. Das war also, als ich mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, vor 16 Jahren, 17 Jahren mittlerweile, war das eine ganz offene Frage, und da konnten wir und einige andere Kollegen, denke ich, mittlerweile relativ schlüssig die Antwort liefern. Zu vielen anderen Fragen müssen wir auf die Antworten noch warten. Jetzt wissen wir also, wo die herkamen, und dann haben sie sich dort aufgefächert. Wir wollen verstehen, wie haben sich diese Tiere denn in Madagaskar diversifiziert. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal wissen, was gibt es dort eigentlich? Wie viele Arten, wovon reden wir eigentlich? Was lebt dort? Was lebt in welchen der Gebiete Madagaskars? Und dafür müssen wir tatsächlich, diese Daten brauchen wir dann natürlich auch für Naturschutz und für die weiterführende Forschung. Und das bedeutet eine wirklich aufwendige Freilandarbeit. Ich möchte Ihnen so ein paar Impressionen kurz mal zeigen. Das war eine unserer allerersten Reisen, das muss irgendwie 1994 gewesen sein. Hier links neben mir sitzt Frank Glaf von der Zoologischen Staatssammlung München, mit dem sehr, sehr viele der Ergebnisse, die ich hier vorstelle, gemeinsam auch gewonnen wurde und mit dem ich auch heute noch sehr intensiv zusammenarbeite. Und auch nicht unerwähnt bleiben darf, dass wir natürlich ganz, ganz viel von dem, was wir dort heute erforschen, in enger Zusammenarbeit mit madagassischen Kolleginnen und Kollegen machen, und dass wir auch einen ganzen Haufen madagassischer und durchaus sehr, sehr fähiger madagassischer Doktoranden, Doktorandinnen, Bachelorandinnen und so weiter gehabt haben und auf deren Arbeiten auch aufbauen. Gerade wenn es um die Freilandarbeit geht, sind wir meistens total aufgeschmissen, beispielsweise Chamäleons zu entdecken. Da haben die Madagassen uns definitiv was voraus, aber viele dieser Studenten, wie hier Fano beispielsweise, ist auch eine exzellente Molekularbiologin, die eben im Labor ihre Geckos untersucht. Und vieles, was wir dort machen, hat auch damit zu tun, dass dort beispielsweise eine Sammlung, natürlich viel bescheidener als dieses Museum. Wir haben gesagt, es ist irgendwie eines der ärmsten Länder der Welt. Nichtsdestotrotz hat diese Sammlung dort mittlerweile wahrscheinlich so 50.000 Belegexemplare von Amphibien und Reptilien von der Insel und dient natürlich dann auch den dortigen Studenten dazu, ihre Fauna kennenzulernen und eben in der Vielfalt entsprechend sich auszukennen. Wenn man dann ins Freiland fährt, hat man es mit ganz praktischen Problemen zu tun. Das ist eine Nationalstraße im Süden Madagaskars und es hat gerade mal ein bisschen geregnet, und wenn wir hier jetzt fahren, dann könnte es eben sein, dass eine Strecke, die normalerweise in 2-3 Stunden zu schaffen ist, dann plötzlich 2 Wochen dauert. Und diese Improvisationsgabe, die man dann braucht, dass man einfach sagt, pass mal auf Leute, wir campen jetzt einfach an der Seite der Straße und statt mit Fröschen im Montanwald beschäftigen wir uns jetzt hier mit Eidechsen in der trockenen Buschsavanne, die muss man eben aufbringen, um dort effizient dann auch wirklich arbeiten zu können, denn ansonsten funktioniert das nicht. Sie sehen hier auch beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie über diese Brücke noch drüber fahren würden, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben, wahrscheinlich sind wir dann einfach irgendwie durchs Flussbett gekommen. Und an dieser Stelle ist es natürlich so, dass ich da nur posiere für das Foto. Typischerweise ist es so, dass die madagassischen Mitarbeiter, gerade die Fahrer und die Feldassistenten, viel, viel besser sind, solche praktischen Probleme zu lösen, als wir in unserer verwöhnten Umgebung es hier jemals gelernt haben. Und normalerweise sagen die immer hier, ihr die Europäer, setzt euch mal an den Rand und ruht euch aus und wir lösen in der Zeit irgendwie dieses Problem. Ihr stört nur, wenn ihr da irgendwie mit rummacht. Und dann kommt es zu ganz praktischen Problemen, die man so auch gar nicht jetzt hier erfassen kann, wenn man hier so gemütlich steht. Alles auch sehr nett, aber dann irgendwann nach einer gewissen Zeit eben psychisch ein wenig belastend, wenn man in ein Dorf kommt, wo seit Jahren eben kein Gast gewesen ist, sowieso schon kein Weißer, aber auch kein Madagasser aus der Hauptstadt. Und dann ist natürlich sofort schulfrei, weil es was zu sehen gibt. Und man hat dann 100 Kinder um sich herum, die total interessiert natürlich gucken, was man tut.
Und man muss vielleicht dort 6 Stunden ausharren, bis der Bürgermeister kommt, von dem man eine Betretungsgenehmigung für irgendeinen Wald haben möchte. Und das ist alles sehr witzig. Aber wenn man dann spätestens, wenn man auf Toilette möchte, und es gibt dann keine Toilette, man muss hinter den Busch und man hat dann 100 Kinder, die hinterherkommen, fängt es irgendwann an, ja, nach ein paar Tagen und Wochen und Monaten im Freiland fängt es dann an, dass man da irgendwie doch psychisch robust sein muss. Und dann geht es irgendwann eben auch mit dem Auto nicht mehr weiter, sondern hier, das war eine der letzten Expeditionen, die wir gemacht haben, wo wir mit 80 Trägern und irgendwie 5 lokalen Guides auf einen der höchsten Berge Madagaskars gestiegen sind. Also man braucht auch so eine gewisse Logistik, Erfahrung, um das dann alles hinzukriegen, und dann muss man auch bereit sein, unter relativ rudimentären Bedingungen, mal ist es sehr heiß, mal ist es sehr kalt, hier ist es eher kalt geworden, weil wir relativ oben auf dem Berg sind, und hier wird so ein provisorisches Feldlabor aufgebaut und dort werden dann eben die Tiere fotografiert, benummert, bestimmt und so weiter. Nun ist es so, wie gehen wir vor? Wir machen diese Expeditionen, wir finden Tiere. Wir wollen diese Tiere irgendwie bestimmen, einordnen, klassifizieren, Artenvielfalt beschreiben, ein Inventar darstellen. Aber wir kommen bei den meisten, gerade der Amphibien, nicht mit dem äußeren Erscheinungsbild weiter. Wenn wir sie nur versuchen zu unterscheiden anhand ihrer Morphologie, können wir einen ganz großen Teil, nämlich alle die hier in Rot dargestellt sind, 160 Arten sind das, oder Moment, ja doch, 160, genau, können wir nicht wirklich zuverlässig bestimmen. Wir sind daher frühzeitig schon, genau, und das führt auch dazu, wenn man das dann trotzdem versucht und man sitzt dann Stunden um Stunden vor dem Mikroskop und sortiert irgendwelche Fröschchen, das hat natürlich dazu geführt, dass auch die Taxonomen, das hat sich mittlerweile natürlich gewandelt, aber es gab eine Zeit, wo Taxonomen eben tatsächlich belächelt wurden, und das hier, wie in Winnetou, das war so ein bisschen das Bild des verrückten Taxonomen-Zoologen, der mit seinem Schmetterlingsnetz in der Gegend herumzog. Tatsächlich ist es aber mittlerweile so, und wir haben damit relativ früh angefangen, dass wir diese Identifizierung der Arten fast vollständig, die erste Runde sozusagen der Identifizierung, fast ausschließlich auf die Genetik basieren. Das heißt, alles, was an Tieren gesammelt wird, was an Proben gesammelt wird, es wird natürlich auch nicht alles eingesammelt. Häufig nehmen wir die Proben mit Wattestäbchen nur und haben nur eine DNA-Probe und das Tier wird wieder freigelassen. Und alle diese Proben werden erst einmal für ein Markergen sequenziert. Wir gucken uns das an. Wenn nichts Auffälliges ist, dann ist eben auch nichts Auffälliges. Das wird dann halt einfach wegsortiert. Und da, wo wir einen bestimmten Unterschied sehen in dieser Gensequenz, da wissen wir dann, dass wir genauer nachgucken müssen und dass wir möglicherweise eben eine neue Art haben. Also dieses DNA-Barcoding, dieser Strichcode der DNA, hier nochmal dargestellt, wenn wir so eine Büchse mit Krokodilfleisch, eine Konserve mit Krokodilfleisch haben, dann kann der Supermarktscanner anhand des normalen Strichcodes den Preis ermitteln und unser DNA-Barcode kann uns zeigen, welche Krokodilart dort wirklich verwendet worden ist. Über eben diese DNA-Sequenz, die mehr oder weniger artspezifisch meistens sind. Ich überspringe das mal hier, das ist im Grunde das, was ich gesagt habe, das muss aber irgendwie, das möchte ich immer wieder betonen, dass diese Genetik immer nur der erste Schritt sein kann, des Vorsortierens unseres ganzen Materials, und dann kommt die eigentliche Arbeit, wo wir uns dann tatsächlich auch mit dem Erscheinungsbild, mit dem Verhalten, der Ökologie und so weiter dieser Tiere beschäftigen müssen, um herauszufinden, ob es sich wirklich um neue Arten handelt. Aber effizient ist diese Methode. Dies hier ist ein Stammbaum nun von allen Froscharten, das ist aus 2009. Da waren alle Froscharten Madagaskars, die zu der Zeit bekannt waren, drin. Und alles, was wir sonst so gefunden hatten, was irgendwie abweichend war. Und überall, wo Sie hier so einen kleinen orangefarbenen oder braunen Punkt sehen, haben wir es mit einer Population, mit einem Tier zu tun, was genetisch so stark abweichend war, dass wir davon ausgehen können, dass es sich wahrscheinlich um eine neue Art handelt. Wir reden da von Kandidatenarten, und zu dieser Zeit, sehen Sie, 2009 hatten wir 244 beschriebene Arten und wir hatten dann nochmal das Ganze verdoppelt, 220 neue Froscharten entdeckt. Und das ist schon ziemlich brutal. Wir versuchen im Moment, diese ganzen Arten auch formal zu benennen und zu beschreiben. Aber jedes Mal, wenn eine Studentin, ein Student, wir selber nach Madagaskar fahren, kommt wieder so viel neues Material dazu, dass die Anzahl der unbeschriebenen Taxa eigentlich fast konstant bleibt und wir mittlerweile eben von diesen 500 bis 600 Arten ausgehen.
Und das Gleiche kann man dann eben auch auf die Reptilien ausdehnen, zum Beispiel diese fürchterlichen kleinen Chamäleons, die sehr, sehr putzig sind, aber die eigentlich überall leben und wo man so Sachen findet, einer mit so einer Zackenleiste auf dem Rücken, der andere nicht. Ja, ist das jetzt das Gleiche, ist das nicht, sind das Männchen, Weibchen, Jungtiere, alles war sehr schwierig, das zu identifizieren. Und wenn man eben die Genetik anwendet, dann können wir mittlerweile vermuten, dass statt 5 Arten in dieser Gruppe es wahrscheinlich über 30 sind. Aber eben von vielen davon fehlt uns die absolute Grundlage. Wir wissen nur, da gibt es ein Tier, das ist genetisch unterschiedlich. Wir wissen, haben kein Foto davon, wir haben häufig auch kein Belegexemplar davon. Wir müssen da wieder hin an die gleiche Stelle und dann wirklich vernünftig auch die Daten zu diesem Tier erheben. Und eben hier nochmal wieder so ein großer Baum von Reptilien. Insgesamt haben wir bei Reptilien, sind wir auch so bei 50 Kandidatenarten, die alle noch der Bearbeitung und der Beschreibung harren. Und jetzt hier nochmal ein paar Beispiele, um Ihnen auch zu zeigen, dass viele dieser Arten nicht irgendwelche kleinen, langweiligen, braunen Fröschchen sind, sondern durchaus spektakuläre Entdeckungen. Hier ein solcher Baumfrosch, Boophis occidentalis, ein Baumrindenfrosch, könnte man sagen, ein weiterer Baumfrosch, eine ganz fantastische Schlange, die komplett unbekannt war. Ja, es gibt auch keinen Verwandten in Madagaskar, keine andere Schlange, die so bunt ist. Und die lief uns dann einfach über den Weg. Und davon sind bis heute auch nur 2 oder 3 Exemplare jemals gefunden worden. Tolle Chamäleons, große Frösche durchaus, dieser Zingimantis, die ganz unbekannt bis dahin waren. Also eine sehr, sehr große Aufgabe noch, diese ganze Artenvielfalt zu beschreiben und zu benennen. Aber eigentlich ist die Fauna Madagaskars durch diese Arbeiten besser bekannt als viele tropische Faunen. Wir haben hier so ein Paradox letztendlich. Diese Tiere haben alle zwar noch keinen Namen, sie sind aber alle schon mal provisorisch identifiziert. In Gebieten wie Papua-Neuguinea zum Beispiel, wo hier auch aus dem Haus viel über die Frösche gearbeitet wird, dort ist es so, dass eben diese systematische Erfassung noch gar nicht stattgefunden hat und wir diese Tiere eben noch nicht einmal provisorisch sortiert haben. Wir können ja zumindest sagen, in diesem Gebiet Madagaskars, auf diesem Berg oder in diesem Tal gibt es eben eine ganze Menge von Amphibien, Reptilien, die nirgendwo anders leben in Madagaskar und deswegen ist dieser Bereich besonders schützenswert oder deswegen ist dieser Bereich besonders interessant, um Artbildungsprozesse zu beobachten. Und diese Artbildungsprozesse, das möchte ich dann in den nächsten 10 Minuten meines Vortrags noch kurz vorstellen und Ihnen da ein paar Einblicke geben, die aber notwendigerweise ganz oberflächlich bleiben müssen. Es gibt eine Vielzahl von Studien, wenn ich die hier alle vorstellen müsste oder auch die verschiedenen Mechanismen, dann würden wir mit Sicherheit heute nicht mehr zum Ende kommen. Und es gibt eben auch eine verwirrende Vielzahl von Mechanismen, die dort vorgeschlagen wurden. Und hier sehen wir nur ein paar davon, also zum Beispiel scheinen Flüsse, selbst bei Amphibien, wichtig zu sein, um die genetische Struktur einer Art zu bestimmen. Also dieser kleine Frosch beispielsweise in diesem gar nicht so großen Fluss hier im Ranomafana Nationalpark hat auf der südlichen Seite, das ist hier so ein genetisches Netzwerk, auf der südlichen Seite des Flusses ganz andere Allele, größtenteils jedenfalls, als auf der nördlichen Seite des Flusses. Und das ist erstmal überraschend, so ein kleiner Frosch, der könnte doch da einfach rüberschwimmen, tut er aber offenbar nicht. Flüsse sind ganz offensichtlich bedeutsam. Ebenso bedeutsam ist die, was wir die topografische Heterogenität nennen, also wie stark es in einem Gebiet hohe Berge, tiefe Täler gibt, die eben auch jeweils als Barriere dienen können. Je mehr wir solche topografische Struktur haben, desto mehr Arten finden wir in einem bestimmten Gebiet. Und dann ganz wichtig, und das ist der eine Beispiel, was ich hier so ein bisschen hervorheben und plakativ zeigen möchte, weil es sich eben auch wieder mit schönen Bildern verbinden lässt, der Einfluss der Körpergröße. Ich habe Ihnen schon den winzigen Frosch gezeigt und es gibt auch winzige Chamäleons. Das hier ist auch wieder ein adultes Männchen eines Zwergchamäleons, Prokesia micra. Und das ist also eine ganz
verrückte Gruppe, wo wir auch einen ganzen Haufen neuer Arten entdecken konnten, die man durchaus auch dann morphologisch unterscheiden konnte, wenn man mal genau hinguckt. Die sind natürlich so klein, dass man erstmal denkt, naja, ist alles das Gleiche und unter dem Mikroskop sieht man Unterschiede. Und dann schaut man sich die Gensequenzen an, hier wieder unten links so ein Stammbaum, und wenn man da eine Zeitachse dranlegen würde, wäre man auch bei 10 Millionen Jahren, vor denen sich diese Tiere getrennt haben. Und wo leben sie? Sie leben alle in diesem Nordzipfel Madagaskars. Und letztendlich in jedem kleinen Waldfragment, was ich finde, wenn ich nur mich 50 Kilometer oder 30 Kilometer weiter bewege, ein weiteres Waldfragment finde, finde ich eine neue Zwergchamäleonart. Diese Tiere sind offenbar über Millionen von Jahren in einem ganz, ganz kleinen spezifischen Gebiet geblieben. Sie sind so klein, dass dieses Gebiet, auch wenn es klein ist, ist es für sie quasi die Welt, ja, ist groß genug. Und dort haben sie sich gehalten, trotz aller Klimaschwankungen und allem in den letzten Millionen von Jahren, und haben eben diesen sogenannten Mikroendemismus auf die Weise hervorgebracht. Also Tiere, die nur in einem ganz, ganz kleinräumigen Areal leben. Und ist das jetzt ein Zufall, dass das gerade solche Mini-Chamäleons sind, bei denen man das findet? Offensichtlich nicht. Wir haben mal aufgetragen, die Körpergröße der madagassischen Amphibien und Reptilien aller Arten relativ zu der Arealgröße. Wie groß ist denn ihr Verbreitungsgebiet? Und das ist eine ganz, ganz eindeutige und klare Beziehung hier. Das heißt, je größer ein Tier ist, kann man sich ja vorstellen, ist eigentlich logisch, ist eigentlich intuitiv, aber es war noch nie getestet worden und da sollte man immer aufpassen mit intuitiven Aussagen. Je größer ein Tier ist, desto längere Entfernungen kann es zurückgehen, desto schneller kann es sich ausbreiten, desto größer ist eben auch das Verbreitungsgebiet. Also kleine Arten möglicherweise haben eben dann auch einen Vorteil, also nicht einen Vorteil, aber können schneller solche lokalen Arten herausbilden. Und das haben wir dann getestet hier an diesem Beispiel von zwei hochdiversen Regenwaldgebieten hier, Andasibe und Ranomafana. Wir haben eine große Anzahl Gensequenzen von mehreren Arten, 40 Arten miteinander verglichen. Und ich erspare Ihnen die Details und zeige Ihnen hier nur so eine, Sie sehen hier so eine Kurve, die nach unten zeigt, oder eine Gerade, die nach unten zeigt. Und die ist eben statistisch auch signifikant. Die zeigt uns, dass zwischen diesen beiden Regenwaldgebieten die Tiere, die ganz winzig sind, mit einer kleinen Körpergröße, die haben sich genetisch auch stärker schon voneinander getrennt. Die sind genetisch stärker unterschiedlich als die großen Tiere. Ja, man kann einfach sagen, so ein großer Frosch, der schafft es eben von Ranomafana nach Andasibe zu hüpfen. Nicht wirklich, aber ne, zumindest einen größeren Teil der Strecke zurückzulegen und damit auch den Genfluss sicherzustellen. Je kleiner, desto schwieriger wird das, und je kleiner deswegen ist, desto wahrscheinlicher auch, dass diese Tiere dort eigenständige Formen ausbilden, die irgendwann mal zu eigenständigen Arten werden. Und in einer neueren Untersuchung haben wir dann noch gezeigt, dass es wirklich auch diese verschiedenen Faktoren, Körpergröße, Berge, Flüsse, dass wir nicht, weil wenn man nach Madagaskar fährt, als ich dort das erste Mal vor 20 Jahren war, haben wir immer versucht, Frank Laaf und ich sozusagen, ja, es muss doch den einen Faktor geben, es muss die eine Erklärung geben, die uns jetzt diese wahnsinnige Artenvielfalt tatsächlich erklären kann. Und das war, wie wir heute wissen, eben sehr naiv. Und das ist auch eine dieser Lieblingshypothesen, wo es immer gut ist als Wissenschaftler, wenn man Lieblingshypothesen über Bord wirft, weil man einfach sagt, ich habe mich geirrt, das stimmt nicht. Es gibt keinen einzigen Mechanismus, es ist sehr komplex. Sie sehen solche Kuchendiagramme, jedes Kuchenstück ist ein unterschiedlicher Mechanismus, der in diesem Modell hier uns die Artbildung und die Diversifizierung dieser Tiere erklären kann. Und Sie sehen, die Kuchenstücke sind fast alle irgendwie immer gleich groß. Also es gibt einen ganzen Haufen von Faktoren, die wahrscheinlich alle gleichzeitig gewirkt haben. Und damit möchte ich dann auch enden, um sozusagen diese eine Message noch rüberzubringen, vor allen Dingen für die Studenten und Wissenschaftler, die hier sind, dass es eben, dass wir immer versuchen, unser Gehirn versucht immer einfache Erklärungsmuster zu finden. Und wenn Sie ein Froschologe sind und auf diese Bilder hier gucken, ist völlig klar, was Sie sehen. Ja, Sie sehen, dieser Eisberg, der ist auch noch aus Chile, und in Chile gibt es den Nasenfrosch. Das passt also perfekt. Ja, das ist hier der Nasenfrosch, und diese Wolke habe ich aus dem Internet geklaut. Das ist so eine Froschwolke. Aber natürlich, in Wirklichkeit ist es einfach nur eine Wolke und ein Eisberg. Also wir versuchen immer, Erklärungsmuster zu finden, obwohl eben vielleicht
einfache Erklärungen gar nicht existieren, sondern so ein komplexes, eine komplexe Kombination vieler Erklärungen, eben in diesem Fall auch die Artenvielfalt und die Diversifizierung der madagassischen Wirbeltiere erklärt. Und damit bin ich dann am Ende, bedanke mich bei Ihnen und möchte aber noch ganz kurz auch mich bei all diesen bedanken, Menschen und Institutionen, die hier draufstehen und vielen, vielen mehr, denn natürlich sind das nicht meine eigenen Ergebnisse gewesen alleine, sondern viele, viele Menschen haben daran mitgewirkt. Und Ihnen danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für den lebhaften Vortrag mit den eindrucksvollen Bildern. Sie berichteten aber nicht von Schwanzlurchen. Die gibt es offensichtlich nicht. Und welche Erklärung gibt es dafür? Genau, also bei Schwanzlurchen ist die Erklärung noch relativ einfach. Schwanzlurche sind eine Gruppe, die generell nur auf der Nordhalbkugel eigentlich vorkommen. Mit Ausnahme von Südamerika, da haben es einige wenige geschafft, über Mittelamerika dann auch wirklich in den brasilianischen Regenwald und so weiter hervorzustoßen. Aber ansonsten sind Schwanzlurche eigentlich auf die Nordhalbkugel begrenzt. Die waren nie in Afrika, soweit wir das wissen, und haben es deswegen, also in subsaharischen Afrika. Und deswegen ist auch irgendwie verständlich, warum sie nicht in Madagaskar sind. Schwieriger ist es bei der dritten Amphibiengruppe, die einige von Ihnen vielleicht kennen, die Blindwühlen. Das sind solche wurmartigen, beinlosen Amphibien und die haben wir verrückterweise in Afrika. Wir haben sie in Asien und wir haben sie auf den Seychellen sogar, also diese Inselgruppe, die zwischen Madagaskar und Asien liegt. Und verrückterweise in Madagaskar nicht. Und das ist tatsächlich ein großes Rätsel und da kann man eigentlich wirklich nur spekulieren. Es gibt bisher aus Madagaskar keine Fossilien von Blindwühlen, aus der Kreidezeit zum Beispiel, könnte man sie durchaus erwarten, ist bisher nicht gefunden worden. Ich würde davon ausgehen, dass sie da mal gewesen sind, aber ausgestorben sind. Ja, aber heutzutage tatsächlich nur Frösche als einzige Vertreter der Amphibien. Mich würde interessieren, ob dieser Riesenfrosch, den Sie mit diesem kleinen Saurier hatten im Verhältnis, ob sich da irgendwie schon bestimmen ließe, wie groß das Vieh wirklich war. Lässt sich natürlich bestimmen, klar. Es gibt ja auch, das Skelett ist überraschend vollständig, aber da haben Sie mich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt, weil es nämlich auch auf dem Dia nicht drauf stand, sonst hätte ich es Ihnen auch gesagt. Also ich glaube, ich sage jetzt vielleicht was Falsches, aber ich glaube, der war schon so 70, 80 Zentimeter, ja, so knapp einen Meter, aber nageln Sie mich nicht drauf fest. Wenn es Sie wirklich interessiert, schicken Sie mir eine E-Mail, dann suche ich Ihnen das raus. Geht ganz schnell, also ist bekannt, ja. Wenn man davon ausgeht, dass die Besiedlung durch eine einzelne Besiedlungswelle stattgefunden hat, muss man dann auch davon ausgehen, dass andere Besiedlungswellen abgewehrt worden sind, weil die Nischen schon komplett besetzt wurden? Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist nicht so, dass es eine einzige Welle ist. Es gab diese eine Welle da vor 70, 80 Millionen Jahren, wo halt sehr, sehr viele Tiergruppen nach Madagaskar kamen. Aber dann gab es ja auch einige, die vor 30 Millionen, 20 Millionen, 10 Millionen Jahren dorthin gekommen sind. Und es ist wirklich hochinteressant. Es ist zum Beispiel so, dass die Tiergruppen, die zuerst angekommen sind, heute artenreicher sind. Ja, also die hatten einfach mehr Zeit, sich aufzufächern. Und die haben insgesamt auch eine größere Diversität im Sinne von ökologischen Nischen und so weiter besetzen können. Also es kann gut sein und das ist was, woran wir auch im Moment sitzen, das nochmal zu verfeinern. Beispielsweise die zwei Gruppen, die besonders artenreich sind, sind die Frösche und die Schlangen. Die beiden stechen irgendwie raus. Und jetzt ist die Frage, wer war zuerst da? Ja, es könnte eben sein, dass die Schlangen nur deswegen so vielfältig werden konnten, weil sie sozusagen auf die Frösche gestoßen sind, die noch keine echten Prädatoren hatten. Ja, aber auf jeden Fall eine gute Frage. Ist natürlich schwer zu rekonstruieren, weil wir nur diese molekularen Datierungen haben, ne, die alle natürlich sehr fragezeichenbehaftet, fehlerbehaftet sind. Verstehe ich das dann richtig, dass quasi die Gendrift- und Founder-Effekte einen ganz erheblichen Einfluss auf die Artenvielfalt von Madagaskar haben, beziehungsweise wie die Arten überhaupt hingekommen sind, oder ist das...
Schwierig zu sagen. Es ist sicherlich so, dass das natürlich Founder-Effekte gab, als diese ersten Kolonisatoren sozusagen, die ersten, die dort irgendwie angespült an Madagaskars Westküste wahrscheinlich, ein Pärchen Frösche oder ein einziges trächtiges Weibchen einer Eidechse. Und das war dann der Gründer, das war der Founder. Und davon ausgehend bildete sich dann erst eine Art und die fächerte sich dann auf. Und dann irgendwann hatte man diese große Anzahl von Arten. Es ist schwierig zu sagen, ob da die geringe genetische Vielfalt eine Rolle spielte. Interessant ist vielleicht eher andersrum es zu sehen, dass man sagt, hey, bei so vielen Gruppen hat es offensichtlich geklappt, ausgehend von einer minimalen genetischen Vielfalt, doch eine erfolgreiche Geschichte hinzulegen. Also dieses Inzuchtproblem, was natürlich häufig auftritt, gerade bei Säugetieren, hat da zum Beispiel wahrscheinlich nicht so stark gewirkt. Ja? Aber da zu spekulieren, was vor 30 Millionen Jahren der Founder-Effekt bewirkt hat, ist, glaube ich, also da würde ich mir im Moment nicht trauen. Ja. Könnten Sie bitte noch mal was sagen zu dem Verhältnis von Genealogie und Morphologie? Sie haben ja angedeutet, dass Sie viele Arten im Prinzip vorhersagen. Wie ist denn da die Trefferrate oder wie verhält sich das jetzt? Wird dann aus jedem dieser eigenen genealogisch vorbestimmten Sequenzen eine eigene Art oder nicht? Oder wie sieht es da aus mit den Verhältnissen? Also die Trefferquote ist vergleichsweise groß, weil diese Arten sich wirklich drastisch in unserem mitochondrialen Markergen, was wir da so standardmäßig machen, sich sehr drastisch unterscheiden. Also es sind nicht nur winzige Unterschiede, sondern es ist schon sehr deutlich. Wenn wir dann genauer gucken, finden wir meistens, dass diese Tiere sich wirklich auch wie Arten verhalten und auch meistens, also wir sind wirklich keine Splitter in der Hinsicht, die jede noch so an irgendwie leicht andere Population dann unbedingt neu beschreiben wollen. Bei Fröschen ist es meistens so, dass wir wenig morphologische Unterschiede, wenig Unterschiede im äußeren Erscheinungsbild finden, dafür aber umso mehr Unterschiede in ihren Paarungsrufen. Wenn man dann genauer guckt, unterscheiden sich viele dieser Tiere dann eben drastisch in ihren Paarungsrufen und das ist ja die Art und Weise, wie diese Tiere sich selber erkennen. Also es ist quasi das beste Merkmal, um eben auch wirklich, also die verhalten sich, würde ich sagen, fast immer dann auch wie biologische Arten nach Ernst Mayr, dass sie sich auch wirklich fast gar nicht mehr miteinander fortpflanzen. Ja, natürlich mit allen Übergängen, die natürlich auch da sind und wir haben viele, also wir haben viele Fälle, wo wir eben sagen, nein, das sehen wir nicht als unterschiedliche Arten, trotz der starken genetischen Differenz, das sehen wir als innerartliche Variation an, wo viele andere Kollegen wahrscheinlich alles runter beschreiben würden. Hier vorne war noch eine... Ist das eine einzigartige Entwicklung für Madagaskar oder gibt es vergleichsweise oder anders geartete Entwicklungen auf ähnlichen Inseln, Hawaii oder so? Ja, Madagaskar ist ja eher so ein Mikrokontinent. Es ist so ein Mittelding. Es ist zwar eine Insel und hat vieles, was auch mit Inselbiogeografie erklärbar ist, hat aber auch vieles, was eher so auf einen Kontinent passt. Während Hawaii, Galapagos, Kanaren und so weiter dann eben wirkliche ozeanische Inseln sind, wo andere Erklärungsmuster ein bisschen greifen und auch die Anzahl der Arten geringer ist, zumindest bei Wirbeltieren. Ich würde es eher zum Beispiel vergleichen so mit Papua-Neuguinea. Ja, das wäre so ungefähr die gleiche Größenordnung. Und ich denke, dass wir da ganz ähnliche Phänomene finden würden. Ja, nur Madagaskar haben wir jetzt halt ein bisschen näher untersucht und auch dieser, also wo sich mir diese Frage besonders stellt, ist bei diesem sogenannten Mikroendemismus. Dieser Begriff ist für Lemuren hauptsächlich mal aus der Taufe gehoben worden in Madagaskar, dass eben diese ganz kleinräumigen Areale von bestimmten Arten nur da sind, also Arten, die begrenzt sind auf diese kleinräumigen Areale. Und das, glaube ich, ist, wenn man genauer gucken würde, dann wäre das wahrscheinlich auch auf viele andere tropische Systeme so zutreffend. Also das ist wahrscheinlich nicht so, also Madagaskar ist wahrscheinlich nicht so besonders in der Hinsicht, ja, nur viel, viel besser untersucht. Hier vorne. Mich würde jetzt interessieren, wenn Sie sagen, da gibt es ganz viele kleine Arten und die haben auch ganz kleine Areale. Das heißt ja letztendlich, die sind natürlich ganz stark bedroht, weil wie schnell kann ein ganz kleines Areal auch verschwinden? Also das heißt, dann verschwindet ja auch die Art damit.
Und für mich ist die Frage, welchen Einfluss haben Sie dann auf die Regierung oder beziehungsweise mit Ihren Forschungsergebnissen auf die Politiker dort vor Ort, sodass man dann sagen kann, also hier gibt es nur eine Art, die gibt es nur hier, aber nirgendwo anders. Und deswegen ist dieses Areal eben besonders schützenswert. Ja, genau. Also im Grunde, ich tue mal so, als wären es zwei Fragen. Die eine ist danach, sind die kleinen Arten mehr bedroht? Das ist sicherlich genau so, wie Sie das gesagt haben, dass natürlich so ein kleines Stückchen Wald ganz schnell abgeholzt werden kann und dann ist tatsächlich diese Art vom Erdboden verschwunden. Auf der anderen Seite glaube ich, die Tatsache, dass ganz allgemein in Madagaskar Großwild in Anführungsstrichen oder großwüchsige Arten auch bei Säugetieren und Vögeln fast ganz fehlen, beziehungsweise sowieso schon ausgerottet sind. Es gab halt die Riesenlemuren, es gab Riesenschildkröten, die sind alle bei der Ankunft des Menschen vor 2000 Jahren gejagt worden und sind dann schon ausgestorben. Das, was heute noch dort lebt, ist im Großen und Ganzen relativ klein. Also selbst so ein großer Indri, so ein großer Lemur ist natürlich nichts im Vergleich zu einer Antilope oder einem Elefanten oder einem Nilpferd. Insofern liegt da drin auch eine gewisse Hoffnung, denn diese Tiere können natürlich auch in kleineren Waldfragmenten überleben. Ja, also der Wald, ein großes Problem ist nicht nur, dass Wald abgeholzt wird, sondern auch Wald fragmentiert wird. Also der Zusammenhang zwischen den Schutzgebieten, der noch da ist oder noch vor kurzem noch da war, der geht verloren. Aber das ist wahrscheinlich für diese Arten nicht so tragisch, weil sie eben in diesen kleinen Arealen überleben können. So, das ist die eine Sache. Also das Kleinräumige hat sowohl Plus als auch Negativ, also Plus als auch Minuspunkte. Und da müsste man nochmal wirklich analysieren, ja, was da überwiegt. Bisher ist noch tatsächlich auch noch kein Amphib oder Reptil in Madagaskar, von dem wir, das wir kennen, aus rezenten Zeiten, ausgestorben. Also noch sind sie alle da. Die andere Frage ist, was haben wir für Einfluss? Tja, in den 90er Jahren sah alles eigentlich sehr hoffnungsfroh aus. Da gab es einen Präsidenten in Madagaskar, der sich auch den Naturschutz auf die Fahnen geschrieben hatte, Ravalomanana, und der tatsächlich dann zugesagt hatte, die Naturschutzfläche Madagaskars zu verdreifachen. Und das ist auch geschehen, und in die Auswahl der Schutzgebiete sind tatsächlich Forschungen von vielen, vielen anderen Arbeitsgruppen natürlich, aber unter anderem Amphibien und Reptilien, auch von Frank Lahr und von mir, mit eingeflossen. Das wurde dort alles berücksichtigt. Eben hatten wir auch mehrere Veröffentlichungen zu, die dann durchaus auch wahrgenommen wurden. Und entsprechend diese Schutzgebiete existieren heute auch. Wie gut sie geschützt sind, ist dann wieder die andere Frage. Ja, also zu dieser Zeit gab es dieses perfekte Momentum, wo man dann wirklich sich so ein bisschen auf die Schulter klopfen könnte und sagen, hey, ja, das war nicht alles völlig umsonst, tatsächlich diese Erkenntnisse haben etwas gebracht. Zum Beispiel ganz konkret das Ankara-Tragebirge, was eigentlich ein total langweiliges, hässliches Hochgebirge ist, also jetzt keine spektakulären Felsformationen, keine endemischen Vögel oder so, aber da gibt es irgendwie einen endemischen Gecko und zwei endemische Frösche und entsprechend steht es heute unter Schutz. Ja, und ist auch so halbwegs geschützt. Also es gab diese Chance. Heutzutage stabilisiert sich Madagaskar gerade wieder so halbwegs politisch. Nun, wir müssen einfach versuchen, dass jetzt im Moment nicht noch mehr Schutzgebiete, sondern diejenigen, die da sind, irgendwie auch effizient geschützt werden. Und allein dadurch, dass wir dort hinfahren und im Freiland sind und in diesen Schutzgebieten herumlaufen, ist auch ein gewisser Druck schon auf die lokalen Autoritäten, dass man sagt, dort soll nicht so viel geholzt werden und so weiter, weil huch, da guckt ja jemand jetzt gerade. Ne? Also indirekte Einflüsse. Schluss? So, jetzt möchte ich mich... Nein, hochspannend. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen, aber insbesondere bei Miguel Wences für den hervorragenden Vortrag bedanken. Dankeschön. Ja.